Halli, Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen wieder mal zurück zum neuen Part von Stardew Valley. Ja, es geht wieder weiter. Genau. Ja. Diesmal auch wieder bei mir. Es tut mir wahnsinnig leid. Ihr habt ja hoffentlich schon gelesen beim Part davor und auch vorhin, dass aus technischen Gründen eben mir leider die Aufnahme der letzten Folge quasi abhanden gekommen ist und die deswegen nur bei Spendem zu gucken ist. Also, wenn du die noch nicht gesehen hast, schnell nachholen und erst dann wiederkommen. Ja, guckt sie euch unbedingt an, die war gut. Wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge gemacht. Leider sieht man es natürlich nicht aus Cats Sicht, aber ihr wisst es ja selber, wenn die Technik abkackt und so weiter, ja, dann können wir ja wirklich nicht viel machen, leider. Genau, also im Prinzip, wichtig ist nur, ich habe ja jetzt mein cooles Holzschwert, also so sieht es aus, es ist aus Holz, deshalb sieht es halt so aus, wie es aussieht. Und die Angriffe in der Mine wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein. Von daher eigentlich nichts verpasst. Und das Witzige ist, die Cutscene, auf die du die ganze Zeit in deinem Spiel wartest, die war ja jetzt auch nur bei mir. Das heißt, auch da ist sie verschwunden und keiner hat's gesehen. Nie jemand wird sie zu sehen bekommen, weil sie verschwunden ist. Niemals. Ach ja, naja, passiert halt. Ärgerlich ist es schon, aber naja, gut. Ja, wir werden heute Folgendes machen. Ich werde mich gerade auf den Weg begeben zu der Mine und ich denke mal, das hast du auch gerade vor. Ja. Also es ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht, dass wir beide jetzt dahin gehen, sondern wenn irgendwas passieren, haben wir immer noch eine Sicht auf beiden. Genau, wir dürfen jetzt nicht mehr von der Seite weichen. Genau. Habe ich denn eigentlich genügend? Nee, ich habe überhaupt nichts mit, aber naja. Gut. Was möchtest du denn? Aus der Mine? Ich versuche ein bisschen was zu sammeln, so Steine und vielleicht finden wir ein bisschen was. Warte mal, wie weit ist denn der Fahrstuhl eigentlich? Oh, bis 10. Okay, geht mit dir zusammen. Okay, sehr schön, dann. Ich dachte mal, ich habe Lederschuhe gefunden. Sehr, sehr gut. Ich habe die auch schon in irgendeiner Kiste mal gefunden. Okay, dann mach dich bereit. Wenn du die Spitzhacke noch hast, dann kannst du das ja gut benutzen. Und ich bin da, um dich zu verteidigen, weil hier kamen das letzte Mal die ganzen Moskitos. Ich weiß nicht genau, was es sein soll. Na, Höhleninsekten halt. Und das könnte wertvoll sein, wenn wir den Krabbe schaffen. Manchmal, ja, die Krabbe ist ziemlich gut, weil die nochmal extra nochmal was mitgibt, aber... Manchmal, leider nicht. Leider hat sie es nicht. Leider nicht immer. Oh, ich habe den nächsten Eingang gefunden. Sehr gut. Willst du gleich runter? Ich gehe gleich immer runter. Jo, Udi, ich folge dir. Ja, Freunde, wir werden heute mal ein bisschen in den Minen mal gucken, gemeinsam mal schauen, ob wir was finden können, weil wir müssen ja wirklich halt noch ein bisschen Kohle sammeln. Ich habe mich ja noch bevor die Aufnahme gestartet hat, habe ich mich noch ganz schnell noch um das Feld gekümmert, damit wir da halt noch uns die letzten paar Minuten halt noch da aufholen können. Ja, diese Viecher sind scheiße. Oder die sind Kacker. Lass Spendem in Ruhe! Sehr gut. Aber ich hab wieder die nächste Leiter gefunden. Ist gut. Ich brauche mal ewig, um die zu finden. Da ist ein Amethyst. Da gibt's Amethyst. Immer zwei Möglichkeiten, die zu finden. Ja. Und zwar einmal entweder die Gegner töten. Oder halt wirklich alles hier öffnen, was man irgendwie öffnen kann. Okay. So, da wir jetzt aber gleich schon wieder 19 Uhr haben. Und ich noch gerne noch versuchen will, auf Ebene 15 zu kommen. Das kriegen wir hin. Weil dann können wir nämlich wieder den nächsten... Ich hab den gefunden! Sehr gut, warte, da ist noch eine Kiste. Geil, oh, eine Höhlenkarotte. Die ist wichtig. So, und schon sind wir auf Stufe 15. Weil hier, wenn wir den ersten Dingern finden wir ja wirklich nur größtenteils halt Kupfererz. Mhm. Und je tiefer wir kommen, desto mehr Erze finden wir natürlich. Und desto stärker werden auch die Gegner. Okay.
Da ist Kupfererz. Oh, da ist eine Mücke. Für mich sind das Mücken. Ziemlich fette Höhlenmücken. Oh, eine Geode war da gewesen. Kupfererz, Geode. Ich klau dir wieder alles, was du aufsammelst. Jawohl, ja. Das ist der nächste. Was ist das? Ja, ich muss was essen. Ich habe auch ganz viel. Ich habe noch, weiß nicht genau, was soll das darstellen. Das da habe ich. Oh, kann ich das haben? Ja. Wie gebe ich dir das nochmal? Warte. Ja, ich möchte dir einen Meerrettich geben. Sehr schön. Ja. Was ist denn das da für ein cooler Stein? Warte, können wir gleich mal gucken, was das ist. Das war ein Topaz. Sag ich doch. Amethyst, Topaz, wir haben schon alles. Haben nur noch Gold und ja, die Fertigkeit, daraus einen Ring zu machen. Weil der muss ja nicht hübsch aussehen. Der muss ja einfach nur die Boni haben. Hauptsache, wir haben den dann. Da hinten ist ein Fass. Ein Fass. Jetzt nicht mehr. Das stört. Du, wo ist die Treppe? Deshalb hatte ich ja doch immer so ein Problem, weit zu kommen, weil ich halt einfach wirklich in jeder Ebene alles auseinandergenommen habe und entsprechend energietechnisch war ich halt immer recht hinüber. Apropos Energie, ich bin fast drüber hinüber. Kann ich dir noch was geben? Also ich habe 10 Meerrettiche. Also kannst du die, glaube ich, auch rauswerfen, dann kann ich die alle einsammeln und dann kann ich die mir schnell alle einpfeifen. Wie mache ich denn das? Y-Taste drücken. Ja. Dann gehst du auf Inventar. Aha. Und dann klickst du das an und dann gehst du ganz nach links und dann lässt du das fallen. Okay. Okay. Ich hab's genommen. Nee, du hast es wieder eingesammelt, glaube ich, gerade. Ach so, weil ich zu nah dran stehe. Haha. Okay, warte mal. Bewege ich mich jetzt nicht? Ach, ich hab's schon wieder aufgenommen. Ich kann es irgendwie nicht einsammeln. Okay, gib's mir so einfach. Jetzt hab ich's. Da. So, jetzt wieder was. Ja, was fatzen. Okay. Hier, ich hab den Eingang gefunden. Also Ausgang. Also, naja, weder noch. Da geht's runter. Ich hab auch einen Eingang hier gefunden. Es gibt mehrere? Oh. Oh. Wieso gibt es mehrere? Das verwirrt mich aber sehr. Ja, es gibt halt verschiedene Wege, wie du das halt öffnen kannst. Also entweder tötest du alle Gegner oder du, Oh, da ist noch was Glitzerndes. Was war das? Das war gerade ein Quarz. Ein Quarz war das gerade. So, komm schon. Hier sind jetzt noch ein paar Dinger. Was sind denn das da für Gegner? Das sind Raupen. Die werden zu diesen, Dingern. Ah, na dann seid ihr des Todes. Alter, die normalen Insekten kann ich mit One-Hit killen, Alter. Ich bin so mächtig. Das kann ich auch. Oh. Oh, zwei Etagen noch. Oh, bitte schaffen wir das. Ich muss mir gleich wieder zurück. Weil diese Fehler gemacht hat. Jawohl! Sehr gut, sehr gut. Stufe 20! Und das Stahlkurzschwert, jawoll! Ja, geil! Soll ich es nehmen, oder? Du kriegst es auch, also wir kriegen so, beide was. Oh, automatisch, das ist ja cool. So, und jetzt ganz schnell raus und nochmal pennen gehen, weil sonst verlieren wir ein bisschen Kohle. Okay. Wünschte, man könnte sich nach Hause teleportieren. Ja, leider haben wir die Mine noch nicht. Das ist nicht die Mine, sondern die die Lore. Mhm. Weil damit könnte. Oh, Scheiße, das schaffen wir, glaube ich, nicht. Nee, ich glaube nicht. Das wird knapp. Oh, Scheiße. Wir waren zu lange weg. Nein. Komm schon. Nee, keine Chance. Ich bin noch ins Haus gekommen, also ich glaube. Ich hab's nicht geschafft. Ich hab's nicht geschafft. Ich bin noch ganz schnell in das fremde Haus reingegangen und hab
Bin dann nur ohnmächtig geworden. Ja. Okay. Liebe Frau Gamecat, letzte Nacht hat sie einen Joja-Mitarbeiter bewusstlos gefunden. Ein Sanitäter wurde losgeschickt, um sie sicher nach Hause zu bringen. Wir sind froh, dass es ihnen gut geht. Ihnen wurden 352 Gold für diesen Service in Rechnung gestellt. Morris, Alter, ich hasse diese Joja-Leute. Aber ich habe eine Nachricht bekommen, dass die Dingens fertig ist. Meine Spitzhacke. Oh, sehr gut. Das ist gut. Das heißt, wir können auf jeden Fall da noch mal ein bisschen mehr machen. Mhm. Hast du dein rostiges Schwert in die Kiste reingeworfen? Ach so, nee, das ging nicht. Ich kann die Sachen nicht ablegen. Ich wollte, aber ich kann nicht. Ich werde jetzt versuchen, die doch im Abenteuerclub zu verkaufen, weil das der einzige Ort war, wo mir dort angezeigt wurde, dass die was wert ist. Also, ich habe sie jetzt gerade weggeworfen in die Mülltonne. Ja gut, es geht, na gut, in die Mülltonne geht natürlich immer. So, dann kümmere ich mich mal wieder um die Feldarbeit. Ja. Was brauchst du denn ansonsten noch? Also brauchst du noch mehr Gold und Diamanten? eigentlich erstmal nicht. Ja, naja, ich bring's ja ohnehin mit. Genau. Und was ist eigentlich mit dieser Höhlenkarotte? Ach, die bringt einfach ganz viel Energie. Ah. Finde ich auch mal raus, ob vielleicht Robin heute wenigstens erreichbar ist. Also heute müsste die eigentlich erreichbar sein. Ja, wer weiß, vielleicht hat die jeden Tag irgendwas Aerobic-Kurs. Also lustigerweise haben wirklich die ganzen NPCs jeden Tag irgendwas vor. Mhm. Das ist wirklich so. Aber das jetzt rauszusuchen, das dauert zu lange. Ja, nee, das muss auch nicht sein. Also eigentlich kümmert man sich wirklich erst um die NPCs, wenn man wirklich, ich sag mal, Not am Mann ist oder sowas halt. Aber da wir beide zu zweit sind und halt wirklich alles hier gut timen können. Wir haben was Tolles bekommen. Vom Museum. Wir haben uralte Samen bekommen diesmal. Mhm. Und ich habe auch ein Rezept, aber das scheine ich sofort ja gelernt zu haben, in Anführungsstrichen. Jetzt ob ich irgendwas lerne. Aber, ich weiß nicht, wo das dann, ja. So, ich habe jetzt uralte Saat. Historisches Saatgut brauche ich dann nur und dann kann ich das herstellen. Mhm. Aber ich bring dir das gleich vorbei, wenn ich meine Spitzhacke. Yay, vielen Dank! Yeah, okay, dann kannst du gerne mal eine Geode aufbrechen, die ich hier noch habe, hier. Hat sich eigentlich irgendjemand mal von deinen Leuten mal gemeldet, dass er mal mitspielen möchte oder sowas? Nö, eigentlich nicht. Oh. Ich hatte nur einmal irgendwie unter dem Video meinen Kommentar, ich glaube es war bei Part 7 circa, wie genau das funktioniert, aber da hatte ich dann auch gleich im folgenden Part dann auch nochmal gefragt, was genau man dafür machen muss, um mit uns mitzuspielen. Aber seither hat keiner mehr irgendwas gesagt. Also wenn, dann würde ich erwarten, dass unter, ja dann Part 8 quasi irgendwas gestanden hätte, aber irgendwie wollte das keiner. Ist ja schade. Okay, Alex sucht Quarz und gibt uns 75 dafür. Nun, gebe ich dir gleich. Also ich weiß nicht, bei der uralten Saat steht aber auch nicht dran, irgendwie zu welcher Jahreszeit oder so diese wohl irgendwie angepflanzt werden. Keine Ahnung. Steht einfach nur uralte Saat dran. Weiß ich jetzt auch nicht. So eine coole Musik, echt. Ich guck mal kurz mal nach, wann die gepflanzt werden können. Es gibt ja dieses tolle Stardew Valley Wiki. Ja. Ihr uralte Samen und das uralte Samenrezept sind die Belohnung für das Spenden von historischer Saatgut an das Museum. Uralte Samen können auch durch den Saatguterzeuger erzeugt werden.
oder man kauft sie beim Reisewagen. Leider steht nicht, wie lange die brauchen. Oha, 28 Tage brauchen die. Ja, und ist es dann was mega cooles? Moment. Schauen, ob das irgendwie was bringt. Das müsste ja 1000 Gold wert sein, was auch immer da wächst. Endlich, da ist er. Da haben wir es doch. Also, wenn wir daraus eine goldene Frucht haben, also mit einem goldenen Stern, kriegen wir 907 Goldmünzen dafür. Und wenn wir es weiterverarbeiten, kriegen wir dafür 4620 Gold. Ja, gut, okay. Aber um das zu machen, brauchen wir noch ein bisschen was anderes. Da brauchen wir ein Weingut. Wow. Ja, und Wein können wir leider noch nicht erstellen. Das ist ja ein bisschen Overkill, ey. Sag mal, wo hatten wir denn den Schmelzofen? Der ist unten in der Höhle drin. Ah, in der Nähe von dem vermutlich Gewächshaus oder was es dann irgendwann mal hoffentlich ist. Dann werde ich mal ganz kurz ein bisschen was schmelzen. Ja, gerne, gerne. So. Brauchen wir denn für mehr Schmelzöfen? Warte mal, Moment. Kupfererz und Stein, 25. Ich mach mal noch einen Schmelzofen, wa? Ja. Also ich konnte jetzt auf jeden Fall das Holzschwert wieder zurückverkaufen. Das alte, rostige Schwert ist verschwunden. Das habe ich auch weggeworfen. Ja, aber du kannst ja nicht mein Inventar wegwerfen. Ich hab's auch so sich weggeworfen. Aber wie? Du hattest es in der Kiste reingepackt. Aber ich konnte das doch gar nicht da ablegen. Ich hab's einfach in die Mülltonne reingeworfen. Aber der hat mir das doch gar nicht erlaubt, dass ich das da hinlege. Deswegen hat ich es jetzt irgendwie mitgeschleppt. Okay, whatever. Auch egal. Jetzt wissen wir, theoretisch könnte man das an den verkaufen. Und kriegt dann Geld dafür zurück. Wenn jetzt, ja, ist klar. Macht, hast du Kohle? Irgendwas habe ich gerade bekommen, also als ich gerade einen Kupferbarren gemacht habe, dann stand auf einmal Düdeling, kam gerade so ein komisches Geräusch. Keine Ahnung. Süßkartoffel gefunden. Ich habe so ein Dingens getötet, Maulwurf-artiges Etwas. Und der hat eine Süßkartoffel gehabt? Ja. Ist ja cool. Brauchen wir die gar nicht anpflanzen. So, das da rein, zack, ein bisschen sortieren. Kohle kann auch wieder zurück, das haben wir auch alles. Okay. Perfekto. Amethyst gefunden. Hier unten brennen Kerzen. Hier wohnt jemand. Habe ich das Gefühl. Ich weiß es nicht. War das vorhin auch schon so, dass da Kerzen waren? Nee, nicht so wirklich. So, Feld habe ich gemacht. Das ist auch gut. Das habe ich erledigt. Ich könnte eigentlich jetzt noch ein paar Bäume pflanzen. Ja, das mache ich mal. Dann werde ich jetzt pflanze ein paar Bäume. Vielleicht finde ich jetzt meine Urahnen. Zwerge. Sind die das? Oh, da will man mal ganz kurz ein paar Bäume pflanzen und schon kommt die erste Fledermaus wieder. Stirb, Fledermaus! Stirb! Jawoll! Oh, eine Bombe! Cool, ich habe eine Bombe gefunden. Ich habe auch noch zwei in der Truhe drin.
Ei, Kirschbomben, wo ich immer noch nicht checke, warum die Kirschbomben heißen. So, ich hoffe, die ganzen Bäume wachsen mal noch ein bisschen schneller, weil unser Baumvorrat wird gerade ein bisschen wenig. Ah, na gut, nicht wirklich. Hier unten sind noch sehr viele, aber könnten noch ein paar mehr sein. Bei mir ist gerade ein Zombie aufgetaucht. Aus dem Boden! Du blöde Fledermaus, lass mich doch mal in Ruhe. Geh weg, geh weg. Stirb, Fledermaus. Ich hab Sneaker gefunden. Jetzt bin ich richtig hip. Ich will aber wissen, ey. Jetzt bist du richtig hip. Ich hab Lederschuhe gefunden. Ja. Vor allem im letzten Part. Ja, die hatte ich. Hatte ich ja mir auch irgendwann. Die waren in der ersten Truhe, ich glaube bei Level oder Tiefe 10. Da hatte ich die in der Truhe drin. Okay, lauf, 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 lauf. Da kommt schon wieder der grüne Nebel, wenn nichts Gutes verheißt. So, alle da reinwerfen. Das habe ich auch erledigt, das habe ich erledigt, das habe ich erledigt. Okay, gut, ich bin fertig mit dem Tag. Ja, dann müsste ich ja wahrscheinlich auch zurück, ne? Safe is safe. Und immerhin schon 25. Oh, ein Hase! Los! Töte ihn! Nee, geht nicht. Ach, schade. Nee, den Hasen kannst du leider nicht töten. Warum zeigen sie mir denn das? Da denke ich doch sofort, dass ich den erbeuten kann. Nee, leider nicht. Den kannst du leider nicht erbeuten. Dann hätte ich mir einen Hut aus ihm gemacht. Ein Hut? Ja! Ich lieg schon mal im Bett. Ja, da sind dann halt die Ohren dran und der Puschel dann hinten und dann habe ich einen Kaninchenhut. Und es ist viel cooler als kein Hut. Und Katzenohrenhut, glaube ich, wird eine Weile dauern, bis ich den endlich kriege. Ach, dann hast du dir also die Hasenohren aus Ocarina of Time gemacht, oder? Ja. Dass du schneller laufen kannst. Ja, das wär's. Also ich finde es sowieso, wir sind ein bisschen zu langsam unterwegs, aber... Ja, aber leider, um schneller zu werden, müssen wir erstmal Pferde kaufen. Yes! Und Pferdestall machen und dann könnten wir überall hinreiten, wo wir wollen, aber das ist zu teuer. Naja, gut, ich habe dir auf jeden Fall ein bisschen was an Holz gebracht, weil wenn man irgendwo Holz findet, dann garantiert in der Mine. Ja. 374 ist nicht genug. Doch schon, aber uns fehlt Geld. Ach so, ja. Ja, das ist natürlich ein Problem. Ja. Dann schlafe ich jetzt auch. Und was hast du gelernt? Also durch dieses Dings beim Schmieden vielleicht irgendwie, dass es jetzt aufgeklärt wird, was es war? Mal gucken, ob jetzt was nochmal kommt. Nee, zeigt da leider nichts an. Vielleicht warst du einfach nur das erste Mal... Barren geschmiedet, also kriegst du ein Erfolgsgeräusch oder so? Ich weiß es nicht. Ja, das kann gut möglich sein. Oh, cool! Der Mais ist, das Getreide ist aberntbar. Sehr gut. Okay, also die Sneaker, die sind nicht, also die haben halt Immunität nicht, aber ansonsten auch einfach einmal Verteidigung. Aber es sieht natürlich besser aus mit... Mit Sneakern, weil die einfach rote Stiefel sind. Ich pack die erstmal in die Kiste, weil die sind garantiert verkaufbar. Und ja, gucken wir mal. Ansonsten habe ich noch einen Süßkartoffel. Amethysten haben wir. Kohle, eine Kirschbombe, 21 Kupfererz. Schleim habe ich vergessen zu verkaufen. Du konntest, glaube ich, mit dem Käferfleisch Dings da machen, ne? So Dings da halt. Yes. Du meinst die Köder? Ja, genau. Ja, mhm, die kann ich machen. Ja,
ich das, dann brauche ich es nicht wegwerfen. Hat's ja Sinn. So, ich gehe gleich nochmal zur Hauptstadt und hole nochmal ein bisschen Getreide. Haben wir alle Getreide schon abbenutzt? Alles schon abgesetzt und in der grünen Kiste alles schon drin. Aber na dann, ich verschwinde dann wieder in der Mine. Mhm. Also ich habe Robin ja eigentlich ihre Dingens wiedergegeben, aber ich weiß nicht, wo ich mir die Belohnung von ihr abholen kann. Unten hast du das Ausrufezeichen und da kannst du es auswählen. Ach so. Ja, das wäre vielleicht sinnvoll. Genau, also die Shorts des Bürgermeisters habe ich immer noch nicht. Also, wo verliert denn der Bürgermeister seine Shorts? Ich glaube, die hat er irgendwo am Strand verloren. Aber wir müssen jetzt erstmal den Part wieder beenden. Ist schon wieder soweit. Es ist wieder soweit. Komm, wir machen mal hier vor Pierre, machen wir hier so Schluss, wa? Ja. So. Ich bin in Position. Gut, ihr Lieben. Super. Seht ihr, extra für euch hat sich Cat gerade in Position gestellt. Das war's wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß bei unserem wunderbaren Gameplay hier von Stardew Valley. Schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Bleibt gesund und bis zum nächsten Part. Ciao. Ciao.